hinten geht's nun zum S-Bahnhof Ostkreuz, der ja voll im Umbau begriffen ist. Der Ringbahnsteig wird abgerissen, der alte, der neue wird dann schon benutzbar sein. Ja. Frisch aus dem Boden betoniert. Naja, Leverler Straße, wie gesagt. Na, denk mal, das wird auch mal irgendwann eine Kneipe werden, wird da die Ecke. Und hier haben wir die Cassiopeia. Mal wieder neu bemalt, übermalt. Da ist nun der bewusste Kletterturm mit Fähnchen oben drauf. Ja. Ich hätte innen lang laufen sollen, aber naja. Das habe ich schon so oft aufgenommen. Und diese vielen zehnfach, 20-fach Plakate, das ist ja auch nicht gerade interessant. Hier mit Fernbrille zu benutzen, Freiluftkino-Plakat-Programm. Wir nähern uns der Ecke, wo immer die Fackparaden in den letzten Jahren begannen oder vorbeizogen oder endeten, je nachdem. In diesem Jahr hat sie begonnen, hier mit der Rede, mit der Grußrede von Dr. Motte, dem Gründer von der Love Parade. Alles sieht so festlich aus. Das wollen sie hier nur alles abwickeln, bis auf, wie gesagt, Kletterkegel und Skatehalle Berlin. Die haben Verträge bis 2020. Jetzt erst vor ein paar Wochen bekommen. Zu allen anderen Zusagen stehen die Herren Investoren nicht mehr. Mal dieses linke Gebäude hier wird wohl abgerissen werden. Hier dieses. Und das nächste Verwaltungsgebäude von RAW sitzt der Sparda-Bank vor der Wende. Jetzt ist sie ganz vorne an der Ecke in einem neuen Gebäude. Ja, da haben wir hier die Via Nova mit dem berühmten Spruch des lateinischen Dichters. Habe ich euch ja auch schon ein paar Mal hier gezeigt und
übersetzt wohl auch. Naja. Ja. Da in der Ecke wurde, in dem Grauen da, da ist die Sparda-Bank unten drin. Na, und andere Sachen.